Moin, ihr Zwerster und Zwersterinnen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog oder ungetimed Video haben wir es genannt. Und ich habe euch unter dem Hashtag ungetimed auf Twitter ein paar Fragen stellen lassen und ich würde auch sagen, wir fangen direkt mit der ersten an vom lieben Justin Real. Er fragt, Hashtag ungetimed, warum hast du dich jetzt dazu entschlossen, dich doch zu zeigen? Und ja, Simon hat das ja gestern auch ein bisschen mitbekommen. Da können wir ein bisschen was zu erzählen und zwar hat der liebe Nilo gestern durch die Aufgabe, die wir momentan mit dem Minecraft-Lieber-Projekt haben, wo es heute übrigens um 18 Uhr weitergeht, einen Vlog hochgeladen und ein bisschen Mist gebaut. Und zwar war ich in dem Vlog zu sehen und dadurch gab es dann halt ein paar Leute, die halt so schnell waren, dass sie das rausgeschnitten haben, die Szene, und einfach hochgeladen haben. Und somit sind Bilder von mir im Internet gelandet. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt eh zu sehen bin, dann am besten zeige ich mich doch gleich, oder? Ja, finde ich auch gut. Vorab. Ich bin hier heute der seelische Beistand für Kevin, bei seinem ersten Video, wo er sich zeigt. Ich sitze hier nur da und winke manchmal. Nein, ich werde auch Fragen beantworten, aber auch nur, wenn das Fragen sind über mein Lied. Ja, ich kann aber jetzt mal eine Frage stellen und zwar vom lieben Panferno. Ich packe da noch was dazu rein, weil das haben richtig viele gefragt und zwar, ob es jetzt vielleicht nochmal so einen Ein-Monats-Stream geben wird mit uns. Ja, also wie siehst du das denn? Also ich hätte auf jeden Fall Bock. Also einmal im Jahr würde ich sagen, man könnte das einmal im Jahr als ein richtig festes Event machen. Ja. Fände ich richtig geil. Einmal im Jahr kann ich das auch vorstellen, aber ihr müsst wissen, es ist ultra schwierig. Wir sind jetzt bei Tag 21. Ja. Boah, es ist so anstrengend. Ah geil, weißt du, was ich richtig geil fände? Was? Beim nächsten Mal, wenn man das irgendwo so im Ausland macht, irgendwo so in Amerika oder so. Ah, sowas. Mit so einer richtig fetten Kulisse. Ja, sowas wie The Mansion zum Beispiel. Genau. Das immer bei einem anderen Land macht zum Beispiel, oder immer in einer anderen Stadt. Ja. Haben wir es in Hamburg gemacht, machen wir beim nächsten Mal irgendwo, was weiß ich. Ja, oder so zum Beispiel auch aus Thailand oder so kann man das machen, da gibt es ja auch gutes Internet. Stimmt, dann macht man anstatt nur Gaming-Livestream, ab und zu springt man in den Pool und so. Ja, ja, können wir machen. Das können wir richtig geil machen. Ja, es war auf jeden Fall Hammer, bis jetzt schon Hammer-Zeit und richtig geil, aber es ist so anstrengend. Und ich muss auch sagen, ich bin froh, wenn wir es schaffen. Also es ist ja immer noch nicht geschafft, ne? Es sind ja, ja noch einige Tage, die wir vor uns haben und es kann auch noch alles passieren. Es kann auch sein, dass wir irgendwann sagen, ne, wir brechen ab, was ich natürlich nicht hoffe, aber wenn wir es schaffen, muss ich dann sagen, ich bin dann stolz auf uns alle. 30 Tage lang live. Wir haben wirklich die Schichten immer so geteilt, dass wir immer da waren. Also es gab immer mal Momente, wo der Stream halt mal abgekackt ist oder so, aber wirklich nur für ganz kurze Zeit. Der Stream war nie länger als, sagen wir mal, eine Stunde aus. Ja. Es gab insgesamt ein paar Stunden, die jetzt der Stream offline war, deswegen holen wir die Zeit auch nach. Aber der war eigentlich immer durchgehend da. Nacht, Tag und Nacht, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und das ist krass. Also ich fand, der krasseste Punkt war gestern. Fandest du? Ja, ich fand, wo wir dieses Layers of Fear angefangen haben, mega cooles Spiel und so, aber wir waren so müde. Boah, ja. Und das Spiel fängt ja richtig so ganz leicht an. Und die Musik so, und ich lag hier auf der Couch, denk so, boah, Junge, das ist voll die Einschlafmusik, wie letztes Mal, wo ich Gronkh geguckt habe und eingeschlafen bin dabei. Hast du meinen Vlog gesehen, wo ich dich verschlafen filme? Echt? Hast du nicht gesehen? Nee. Du musst mal gucken, da war ich richtig schnarchen die ganze Zeit. Echt? Hast du mich gestern gefilmt? Nee, das war schon länger her. Achso, okay. Da habe ich aber dich nicht gezeigt. Habe ich echt so geschnarcht? So. Ja, ja, ich weiß, dass ich schnarche. Auf jeden Fall, genau, Nilo liegt dort. Gernstein liegt dort. Und ich lieg hier so spiele als einziger und laufe so gegen die Wand und schlafe ein. Und dann gucke ich noch nicht nochmal in den Chat. Alle schreiben so GGGGGGG. Und ich dachte so, scheiße, das kann jetzt nicht sein. Ja, dann haben wir es mal zusammengerissen. So, dann habe ich noch von Kenno eine Frage und zwar, was inspiriert euch jeden Tag für eure Zuschauer, Fans Videos zu machen und wie seid ihr dazu gekommen? Boah, willst du anfangen oder ich? Also ich kann das ganz leicht erklären. Ich habe damals einfach mit Twitch angefangen. Ich komme ja ursprünglich von Twitch. So eine Streaming-Plattform, wo ja auch zur Zeit, kann ja sein, dass das vielleicht einer nicht kennt, ne? Vielleicht. Das kann sein. Wenn ihr es nicht kennt, guckt einfach mal unten in die Beschreibung, da läuft nämlich ein 30-Tage-Livestream, da könnt ihr einfach mal drauf gehen. Und um 18 Uhr laufen wir die Livestreams bei allen, also bei ihm, bei mir, bei Zander und bei Nilo gleichzeitig, weil da ist nur dieses Battle-Projekt. Ja, und ich bin damals zu YouTube eigentlich gekommen, weil Zander immer gesagt hat, mach das mal, Kevin, mach das mal. Und jetzt mit Craft Attack habe ich einfach richtig angefangen. Krass. Ja, ich habe ganz früher Videos zu Dreadlocks gemacht. Und weil ich wollte Tipps selber haben zu Dreadlocks, weil ich wollte mir welche machen, beziehungsweise ich habe dann welche gemacht und wollte dann wissen, wie man die, also die richtige Pflege und bla und bla und bla. Und es gab noch so, ich hatte noch mal so gedehnte Ohren. Und ich wollte da so ein bisschen was drüber wissen. Das Problem ist, zu der Zeit, wo ich angefangen habe, das war, also damit mit Dreadlocks und so, das war 2012, 2011, um den Dreh, 2011 so, da waren, ich konnte nichts finden in Foren. Keiner hat mir in Foren geschrieben zu der Zeit. Foren waren tot.
Und dann habe ich gedacht, ja scheiße, was mache ich jetzt? Da habe ich auf YouTube geguckt, gab es so englischsprachige YouTuber, habe ich jetzt angefangen damit zu gucken und dachte ich, wenn es sowas gar nicht in Deutsch gibt, dann mache ich sowas einfach selber und dann konnte ich in den Kommentar mit meinen Zuschauern so mich austauschen. Und das ging dann voll ab. Also was heißt voll ab? Ich habe irgendwie 1000 Abonnenten nach einem Jahr gehabt. War voll viel, fand ich. Ja, und irgendwann hatte ich dann auf dem Kanal auch 10.000 und irgendwann habe ich dann durch Pixelwolf, der hieß früher noch Supreme FX, war früher mein Designer, habe ich mit Gaming angefangen, weil er gesagt hat, alleine traue ich mich nicht, einen Gaming-Kanal zu machen, mach auch einen. Ich habe gar keine Zeit für Gaming, ich mache gerade meine Ausbildung zum Erzieher so. Ich war früher so übelst videowiesichtig, ich kann jetzt nicht einen Gaming-Kanal anfangen, dann verkacke ich wieder meine Ausbildung. Und er sagt, ja nee, Minecraft, da wirst du nicht süchtig von und so. Da haben wir auch Spaß mal gespielt, auf einem Cracked-Server. Und das war so lustig, habe ich direkt an dem Tag noch Minecraft selber gekauft. Und dann haben wir die ganze Zeit Minecraft gesuchtet und dann habe ich das hochgeladen. Meine ersten Runden auf umgespielt, die Survival-Games-Runden, die waren sowas von grottig. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, aber das war mega lustig, ne? Okay, gut, ich würde sagen, da der Akku eh fast leer ist, der blinkt nämlich schon die ganze Zeit, werden wir an der Stelle das Video beenden. Nee, mach auch eine. Noch eine? Mach auch eine, schaffen wir, nur Rüssel von. Oh, ich muss gucken, ob ich die noch schnell aufrufen kriege. Schnell! Der Akku, oh mein Gott. Okay, mit dem Verborker einfach die Frage, warum ist eigentlich dein Profilbild so ein grüner Batman und warum generell Batman? Ich bin ein absoluter Batman-Fan, hast du einen Superhelden, den du geil findest? Einen Superhelden, den ich geil finde? Boah. Ich finde zum Beispiel Flash geil. Ja, weil er so schnell ist. Finde ich mega stylisch. Ja, ich finde Batman geil, weil der halt nicht so eigene Kräfte hat, sondern so mit so, ja, so, mit so Maschinen Technik. Und so Technik und so. Und warum hast du so ein grünes Symbol? Kannst du mal erklären, vielleicht für alle, die es nicht wissen. Das ist sowas wie ein Maskottchen bei mir. Wie heißt der? Wir haben den Bonzi genannt. Bonzi? Ja. Der Bonzi. So aus dem Schnee. Ja, wir haben den Bonzi genannt. Und wenn ihr Bock habt auf weitere solcher Videos mit Fragen, könnt ihr das ja gerne einfach mal in die Kommentare schreiben und ein Däumchen da oben da lassen. Und ja. Jetzt habt ihr ein Video mal, wo ihr mich endlich seht und ich habe das jetzt in erster Linie, diesen Schritt gewagt, weil ich mir einfach gesagt habe, ich möchte nicht, dass die Leute jedes Mal, sobald ich zu sehen bin, irgendwie ausrasten. Oh, Kevin sieht man, Kevin sieht man. In der Spiegelung. Und deswegen habe ich den Entschluss gefasst. Ich zeige mich jetzt einfach mal und ja, es kann sein, dass jetzt vielleicht 2-3 Monate kein Video kommt, wo man mich sieht. Es kann sein, dass nächste Woche wieder eins kommt, wo man mich sieht. Das entscheidet dann einfach immer, würde ich sagen, die Zukunft.